Der Ö3 Austria Top 40 Podcast mit Gustav Götz. Willkommen zum dritten Ö3 Austria Top 40 Video Podcast und wie immer neben mir Herr Martin. Hallo. Guten Tag. Wir sind jetzt, wie versprochen, in der besten Location, in der wir jemals waren, nämlich im Lastenaufzug der Ö3 Studios Heiligenstadt. Und um euch zu demonstrieren, dass es wirklich ein Aufzug ist, fahren wir jetzt ins Erdgeschoss. Ja. So, geht schon los. Also, wir sind hier während der Aufzugfest, wie in den Charts, finde ich, also rauf, runter. Rauf, runter. Das könnte man aber, das könnte man dann durchsagen eigentlich, gell? Das ist ideal sogar. Ist ideal. Also bitte hier zu beachten, wir fahren jetzt gerade. Es ist auch, rauf. Ihr werdet das jetzt gleich sehen, hier greifen da die Leute immer hin, zum Beispiel. Darum ist es so kaputt. Genau. Vielleicht steigt doch wer ein, das wäre lustig, wir könnten einen... Na, bis jetzt. Ist niemand ist eingestiegen? Ruhig. Ja. Na? Gut. Fahren wir darauf? Zugestiegen. Nein, steigen bitte. In den Charts, um damit weiterzugehen. Christina Stürmer, das ist auch so ein bisschen wie im Aufzug. Augenblick am Tag ist doch wieder in den Charts eingestiegen, hat eine Woche Pause gemacht und klingt so. Wunderbar. Wunderbar. Ich wäre, glaube ich, ich könnte mich anmelden für diesen E-Gitarre, Luftgitarre. Luftgitarre-Contest. Contest. Ja. Na, das wäre ein guter das Kandidat. Wir wenn ihr das supporten wollt, dann Mail an top40@oe3.at. Ganz genau. Wir sind im vierten Stock angekommen. Ich werde vielleicht kurz mal die Tür öffnen, um zu sehen. Das ist übrigens, das ist der Stock für die Executives. Ja. Vierter Stock, das Penthouse ist hier. Wir haben auch unsere Ö3-Kantine hier. Ja, ganz genau. Aber es ist auch hier keiner da. Ist natürlich bei den wichtigeren Leuten. Es ist jetzt, wird jetzt drei, ist dann doch Feierabend. Richtig. Mal schauen, dass man pünktlich nach Hause kommt. Noch knackige 12 Stunden machen. Eine Partie Golf spielen oder. Das ist ja noch hell. Die Yacht ausführen, sowas in der Richtung. Ja, das ist unsere Aufgabe. Ja. Gut, nächster Platz. Nächster Platz. Da fällt mir jetzt überhaupt keine Überleitung ein zu die Yacht ausführen, aber macht ja nichts. Mario Lang, wir fahren ins Erdgeschoss. Nein, im dritten Stock, jetzt habe ich mich vertan. Ja. Fahren wir in den dritten Stock. Mario Lang, du bist so viel. Ja. Du bist so viel und von allem etwas mehr. Ich hoffe, ihr werdet nicht die Feuerwehr gerufen oder so. Mario Lang, du bist so viel. Hat er selber geschrieben. Hat er selbst? Hat er selbst geschrieben. Ne? Und schon steigst du ein auf 35. Ladies and Gentlemen, nicht schlecht. So rennt's. Da übrigens wird das Telefon gerade hier, da in diesem Aufzug sind früher zur Zeit gegeben, ich weiß nicht, ich glaube, der ORF war nachlässig bei der Stromrechnung. Mhm. Da sind ein paar Leute immer hängen geblieben in dem Aufzug. Und mir ist mal nach dem Nachtdienst völlig aufgelöst die Feuerwehr entgegenkommen. Da hat einer angerufen. Und das war dann jemand, der hier in diesem Aufzug hängen geblieben ist. Auch nicht schlecht. Weiter in den neuen Stiegen. Ja. Von null auf Platz, es gibt übrigens, es gibt eine Sensation heute. Machen wir spannend, oder? Es wird eine Sensation geben. Genau. Zu späterer Minute, muss man dann eigentlich sagen, gell? Und wer vorspult, ist feig. Ganz genau. Platz 16, neu eingestiegen, Avril Lavigne, When You're Gone. Hast du den Song schon mal gehört? Habe ich schon mal gehört. Ich noch nie. Ballade. Ballade. Avril Lavigne ist halt, da ist wieder kuschelig, würde ich sagen. So klingt's. When you're gone, the pieces of my heart are missing you. Ich werde mich verfangen. Wir werden mit der Kamera live dabei sein und du mit dem Aufzug. Martin Ehrenmann am Skalp aufgehängt. Skalpiert. Ja, es gibt was Schöneres, als im Ö3-Aufzug sein Ende zu finden. Das ist Berufsrisiko. Ja. Ja, so. Tja, apropos Sensationen. Mark Medlock und das ist eine, wir das passenderweise sind jetzt wieder im Erdgeschoss. Ja, dir vergeht's nimmer. Am Boden der Tatsachen. Ja. Mark Medlock und Dieter Bohlen sind wieder mit dabei in den österreichischen Charts mit You can get it if you really want. So ist es. Und ich glaube, das könnte sogar ich singen. Ja, so ist es halt. Mark Medlock, der sich selber ja Bobblesche nennt. Und, der war ja mal bei Ö3 jetzt, unlängst. Der war bei Ö3, ich hatte die Ehre, mit ihm zu reden. Und es war ein sehr langes Interview. Ja. Ich war nachher sehr müde, weil Mark Medlock... Einen Kollegen von uns hat auch ein unsittliche... Aber das wollen wir nicht jetzt. Einen Kollegen von uns hat gesagt, der ist eine geile Drecksau.
Ja. Während ich bin sein Hase. Ich bin jetzt der Hase von Mark Medlock. Also, ja, vielleicht wird noch genau, was aus euch zwei. Vielleicht wird... Ne, oh mein Gott. Ich will hier mit dem... Ja, ich fahre mal in den zweiten Stock. Nein, auf jeden Fall, Mark Medlock liegt... Verdränge dieses Bild. Mark Medlock liegt gerade im Spital. Der hat sich nämlich die Sehne gerissen oder so. Das ist natürlich bitter, weil er ja lauter Off-Auftritte, also quasi so Konzerte und so weiter machen müsste. Die kann er jetzt natürlich nicht machen. Jetzt muss Dieter Bohlen allein auf der Bühne herumhopsen. Tja, und das klingt dann nämlich so und dazu werden sie so machen. You can get it if you really try. Heißer, Hopsasser, was für ein Spaß. Und wir fahren ganz nach oben. Du Martin, die Stromrechnung von O3 wird aber auch steigen, wenn du da die ganze Zeit durch die Gegend fährst. Ich nutze die Möglichkeiten unseres wundervollen Studios aus. Du übst schon wie die Liftboy. Für die zweite Karriere. O3 aus der Fahrt, die Liftboy-Karriere. Das heißt, ich werde mir dann so einen roten Hut aufsetzen und Liftboy spielen. Ganz egal, jetzt kommt die... Platz 3. Noch nicht Sensation, aber gleich. Platz 3. Ja. Platz 3. Pink, Dear Mr. President. Ein Platz gefallen. How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no... Es ist noch keiner eingestiegen, das finde ich schade. Finde ich auch schade. Dass jetzt der Chef mit uns fährt oder so. Ja. Leider. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Auf Platz 2 der Charts in dieser Woche, Rihanna featuring Jay-Z und Umbrella. When the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Die Choreografie können wir uns bei Popstars on Stage bewerben. Soll ich wieder wohin fahren vielleicht? Nein. Na, jetzt kommt nämlich die Sensation. Jetzt kommt die Sensation. Von 0 auf 1 eingestiegen ist eine Band, die auch schon hier war. Dieses Mal hatte ich das Vergnügen damals. Waren aber auch schon so überdreht wie Mark Medlock. Ja. Es handelt sich nämlich um Monrose. Von 0 auf 1. Also das muss man sich mal am Hirn zergehen lassen. Wir hören uns jetzt mal den Song an. Ja. Hier ist Hot Summer. Aufzug fährt nach unten, habt ihr gehört? Ja. Hot Summer von Monrose von 0 auf 1 eingestiegen und die waren eben, wie gesagt, hier schon mal zu Gast. Und das war wirklich... War es anstrengend? Ja, das war echt mühsam. Tja. Die sind gerade aus der Lugner City gekommen, von einer Autogrammstunde. Und wer jemals schon dort war, der weiß. Sie haben auch den Herrn Baumeister kennengelernt, der hat ihnen ein bisschen... Die wollten dauern, haben es gesagt, in Österreich gibt es eine gute Schokolade. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Sind wir bekannt für unsere Schokolade? Ich glaube schon. Ja, wirklich? Gesagt. Ja, also Schweizer und Österreicher auch. Für die Möhrspeisen, wie es so schön heißt. Genau. Ja. Und vor allem, wie heißt die? Senna. Senna von... Ist das die? Ja, du, hey, ich mach dich krank nur Haus. Ist das die Schwester von Ayrton. Also Senna... Habt ihr den Witz bemerkt? Vielleicht... Ja, das war für die Älteren unter uns. Übrigens hat sich per Mail jemand beworben, der wäre gern unser Zettel Wegwerfassistent. Ganz genau. Ich kann nur sagen, jederzeit gern, die Bezahlung ist fürstlich. Ja, genau. Und ja. Du müsstest allerdings auch bereit sein, dich hier im Bikini zu zeigen, vorher eingeölt und dann erst diese Zettel wegzubringen, oder? Kann man das? Bin ich nicht dagegen, besser als Mark Medlock. Also ja, es war ein Mädel, muss man dazu sagen. Mark Medlock eingeölt? Na, weil ich fürchte, ich habe eine sexuelle Störung nach dem Podcast, nachdem du gesagt hast, dass da vielleicht was geht mit Mark Medlock. Das wird... Also, Herr Martin, ja. Ich war ja bis vor kurzem verheiratet. Stimmt, zeig her mal, das ist der Ring von Herrn Martin. Jetzt geht, glaube ich, da nichts mehr, nachdem ich immer an Mark Medlock denken muss. Noch jemand hat sich... wird bei mir auch nichts mehr gehen. Noch jemand hat sich gemeldet per Mail. Wir haben die Zettel nicht mit, sonst könnten wir jetzt... Nein, wir wissen das auswendig. Wir wissen das auswendig. Ja? Ja. Ja. Du weißt das. Ja, genau. Es hat sich noch jemand gemeldet bei mir, der hätte gerne, oder die... Wurscht, die Aufnahme des Wienerisch-Quiz, also dass wir das wieder machen. Das ist mir aber jetzt gerade in der Sekunde eingefallen. Wirklich? Das habe ich übersehen. Hast du das übersehen? Ja. Ist auch ganz klar, bei den Millionen Mails, die wir so bekommen, kann es schon mal passieren, dass man eine oder zwei übersieht. Ne? Also das Wienerisch-Quiz, fällt dir was ein? Mir fällt Anregungen, vielleicht per Mail. Genau. Wir sind in Wahrheit aus den Niederlanden, haben ein bisschen den österreichischen Akzent gelernt. Wir sind auch keine Original-Wiener
und deshalb wissen wir es nicht. Also bitte Mails an top40@oe3.at. Das sind schöne Schlussworte. Finde ich auch. Wir fahren jetzt in den Keller. Wieder schauen. Grüß euch. So. Na warte, wir sind ja eh gleich da. Lass rennen, wir sind ja gleich da. Stimmt. Ne? Es wird noch ein bisschen lang dann. Ach. Wir haben ja Zeit. Aber es schaut wirklich gut aus, wenn man das sieht. Steigen wir aus? Ja.